Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Another Brick in the Mall. Mir ist es zu still. So, ich wollte jetzt noch gucken, zum einen hier im Bustling. Wir haben hier drei Kassierer, die absolut nicht benötigt werden. Also nee, also Fire. Einmal hier Fire. Ja. Und hier 12 Uhr Fire. So, dann haben wir 2 um 16 Uhr und 1 um 8. Man darf gespannt sein, ob das reicht. So, wir gucken mal hier drüben. Ja, das. Warum wird denn das hier eigentlich nicht befüllt? Normal sollten da Blu-rays rein. Sind aber noch keine. Naja, die sind halt ein bisschen langsam. So, ich mache das Ding erst auf, wenn hier alles voll bestückt ist. Na gut, die Sachen hier dauern halt länger, bis sie abgelaufen sind. Also die brauchen Tage, wirklich Tage, um hier erstmal alle Waren zu balancieren. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Umsatz dürfte heute etwas höher sein als gestern. Hoffe ich. Ich meine, es ist immer noch genug Umsatz und wir kriegen es nicht so schnell leer, wie wir es voll kriegen, das Geld, aber dennoch. Das ist jetzt wieder sowas Doofes. Die haben eine eigene Loading Zone und parken hier und bringen es dahin. Total sinnlos irgendwie. Und die hier kommen von der Loading Zone da oben irgendwo, oder was? Yes. Nee. Es ist sehr hohl. Es ist sehr hohl. Also die Intelligenz der Fahrer und Mitarbeiter und so ist schon nicht sehr vorhanden. Aber okay, wir haben bald alles voll hier. Können das Ding bald eröffnen und sehen, ob es Gewinn macht. Oder ob wir vielleicht sogar Stress kriegen mit kein Platz, also keine, nicht genug Kassen und so. Und wir werden hier bald das Ding auch noch dazu holen. Wir werden das bald auch noch. Wir werden schon mal, damit wir wieder ein bisschen Geld loswerden. Ich möchte das hier. So. Entschuldigung. So, ich werde es aber noch nicht freischalten. Ich werde es bloß schon mal bauen. Damit die Bauarbeiter auch was zu tun haben. Und hier nicht bloß sinnlos rumgurken. Ne? Wenn sie denn mal kommen würden. Haben die keine Lust jetzt oder was? Wo bleiben die denn? Fangen die unten an. Garantiert. Na klar. Die fangen unten an. Wie sehen sie eigentlich hier mit unseren Zielen aus? Täglichen Profit von 100.000, das hatten wir ja schon fast mal gehabt, aber mittlerweile sind wir da wieder ein bisschen von entfernt. 1.000 Kunden gleichzeitig, da waren wir auch schon relativ nah dran. 500.000 insgesamt Verkäufe. Das dauert noch ein bisschen. Wenn das Ding hier offen ist und da unten auch noch die Anbindung da ist, allerdings muss vorher alles andere laufen. Wir sehen schon, dass es ein wenig leckt, wenn hier so viel los ist. Von meiner Geschwindigkeit so, auf normale Geschwindigkeit geht's noch. Ja, hier ist... Da, wo viel los ist, da kriegst du natürlich dann Stress. Wenn ich die Geschwindigkeit nehme, ist auch noch scheiße. Aber das ist nicht schlimm. Na, das ist klar, die Grafik hat, die muss ja hier alles berechnen. Und der Prozessor, die müssen das alles berechnen. Das Verhalten jedes einzelnen Kunden, die müssen berechnen die minimalen Animationchen hier. Ne? Das muss alles berechnet werden. Und das heißt, je mehr hier, das kann man sich so vorstellen, jeder einzelne, der rumwuselt, ist ein Partikel. Wenn du hier über 700 Partikel rumgurken hast, noch die Autos dazu, ja, das ist dann schon... Macht sich schon bemerkbar. Ne? Wir bräuchten vielleicht doch noch mehr Putzkräfte.
kriegen das nicht geschissen hier rechtzeitig. Nee, auch in dem nicht. Wo ist denn das? Das her. In dem hier möchte ich noch ein paar. Haben wir da ein paar, die brauchbar sind? Gar keinen. Okay. Stellen einfach für jede Schicht Nummer 2 ein. Scheißegal wer. Die sollen nur putzen. Hauptsache, Speed ist okay. Der Rest ist Wurst. Wird natürlich sich negativ auf unseren Umsatz auswirken. Aber es ist ja erstmal egal. So. Und es war wieder irgendwo. Ach, hier wieder. Die könnten auch noch ein paar Leute in ihrem Maintenance Center zum Putzen nehmen. Aber jetzt geht's hier wieder an der Kasse, ne? Das ist okay. Das ist das hier. Aber da haben wir schon so viele. Das ist schon krass. Stellen wir auch nochmal für jede Schicht ein. Das ist schon krass, wie es hier verdreckt. So langsam. Aber okay. Wir sind dran. Wie sieht es eigentlich mit den Needs aus? Needs. Fast Food? Ja. Ja. Was war denn hier eigentlich der Bedarf? Der Bedarf war oben. Fisch und sowas. Wir sind eigentlich ganz gut dabei. Frisches Brot. Ja, hier. Tier 3. Self Fresh Breed. Ja. Ein Laden mit nur frischem Brot. Alles klar. Warum gibt es hier eigentlich keinen? Tier 3. Bei Smartphones gibt es das? Ah ja, ein Smartphone-Laden. Gute Idee. Bei Tablets nicht. Ja gut, ist ja auch Quatsch. Kameras. Da geht das. Mal ein bisschen durchgucken. Ne, wir brauchen ja für später dann auch hier Damenunterwäsche. Ach ja, Arcade Games ist jetzt auch hier extra eine Kategorie. Und es läuft. Likör. Likör, der Bedarf an Tier 3 Likör ist 70. Okay, ihr Säufer. Ich kann doch nicht einen extra Likörladen aufmachen. Hier, ein Weinladen ist okay, aber ein Likörladen. Auf jeden Fall müssen meine Miniläden größer werden. Diary. Das hier ist. Nee. Ich weiß gar nicht, was Diary ist. Das Eis oder was? Irgend sowas. Keine Ahnung. Ist mir egal. Aber ich habe doch Laden mit über 50% Food, wo sowas drin ist oder nicht. Oder anscheinend nicht. Auf jeden Fall frisches Brot. Frisches Brot hatten wir auf jeden Fall gesagt. Warum gibt es eigentlich bei Pet Food kein Tier 3? Health and Beauty Laden. Ja. Rasiercreme. Ja, ja, ja. Rein Health and Beauty kann man schon machen hier. Werkzeugladen machen wir auf jeden Fall auch. Den machen wir auf jeden Fall auch. So, hier ist fertig. Der letzte Rest kommt jetzt. Das heißt, wupp, 24/7 geöffnet. Mal sehen, wann die ersten Kunden kommen. Gar nicht. Da kommt ein Kunde. Bin gespannt, ob wir Gewinn machen. Ah, gestern haben wir auf jeden Fall wieder guten Gewinn gemacht. Also deutlich besser als vorher. Und die kaufen gleich so was Teures. Ah, sehr schön. Sehr schön.
einem großen Dings hier, ne? Da einen großen Einkaufscenter. Da kommt dann wirklich alles, was wir hier noch so an Needs haben. An Tier 3 und sowas. Da kriegt alles einen eigenen Laden. Hier Smartphones, Brot auf jeden Fall. Ne, das kriegt hier alles. Hier Kameras kriegt einen eigenen Laden. Herrenschuhe kriegen einen eigenen Laden. Damenschuhe auch nochmal. Drogen. Ja, eine Apotheke kommt rein. Hier für, also Health and Beauty, so ein Laden kommt rein. Haushaltsartikel kommt einen eigenen Laden. Bücherladen haben wir ja zum Glück. Aber der ist noch nicht gedeckt. Der ist noch nicht gedeckt. Bücher können wir da auch noch. Kosmetik können wir in einen eigenen Laden reinhauen. Ne? Weinladen kommt rein, Likörladen kommt rein, da kommt alles. Da kommt ein Arcade-Games-Dings rein nochmal. Vielleicht nochmal eine Bowling-Alley. Auf jeden Fall haben wir Fast Food mehr, als wir brauchen momentan. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. So, und es kam auch keine Meldung, dass wir hier Scheiße machen. Also von daher. So viel dazu. Fidel benötigt um 0 Uhr noch Personal. Wo war denn das? Fidel Ost. Benötigt um 0 Uhr noch Personal. Ich fasse es ja nicht. So, kommt ihr bald dann die nächste Schicht, bitte? Das ist ja schlimm. Das wird auch nicht besser. Wir machen uns dann auch gleich langsam an den großen Store, oder? Ne, da wird der Höhepunkt. Ich werde allerdings trotzdem schon dann... Alter. Aber jetzt geht's langsam voran. Aber die 0 Uhr Schicht, die war leicht überfordert, möchte ich sagen. So, jetzt tagsüber sind genug Kassen offen. Aber wir werden hier schon mal anfangen aufzubauen. Ich weiß halt noch nicht, wie groß es werden soll. Ach, hör doch auf. Ich fasse es nicht. Oh. Dein Ernst? Als nächstes 1500. Auf jeden Fall haben wir jetzt 1000 Kunden gleichzeitig hier am Start. Alter Schwede, ist das Ding. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt haben wir die Parkplatzprobleme schon so langsam. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Dann kommen hier noch Parkplätze. So, ja, ich würde sagen, hier. Das ganze Ding. Hier kommen überall noch Parkplätze hin und da drunter fangen wir dann an, das Riesending aufzubauen. Jetzt habt ihr Parking, Gary Schuhe. Boah, hör auf, ey. Ah, das ist schon offen. Ich hab's doch noch... Hab ich das schon gekauft? Ich hab das noch gar nicht gekauft. Ich dachte, man muss das erstmal kaufen. Scheiße, Alter. Jetzt ist klar. Jetzt ist ja klar. Jetzt kriegen wir hier richtig Beef. Alter, nix da. Weg damit. Aber ganz schnell. Ganz schnell weg mit der Scheiße. Ihr habt so einen Knall. Ja, geht's aber. So. Ja, jetzt haben wir nämlich Stress. Jetzt hatten wir Stress. Ich hoffe, die haben das Ding jetzt schon zugemacht, mal langsam. Noch nicht. Bewegt euch, Leute, bewegt euch. Wo bleiben die denn? Die haben doch sonst nichts zu bauen, Mensch. Ach doch, die Straße. Ja, wir müssen noch genug Bauarbeiter haben, Alter. Ich meine, für den Umsatz ist es super, aber... Mal hier, das sind jede Menge Kunden schon, die nicht mehr wiederkommen. Der Umsatz ist jetzt nicht so wichtig. Das können wir hier gerade nicht kompensieren. Bevor ich da unten aufmache, muss hier überall erstmal, ne?
1000 Kunden gleichzeitig und so, sehr schön und gut. Das war natürlich toll. 93, wir haben sogar immer noch weniger als letztens, als wir da noch nicht diese Straße da angeschlossen haben. Müssen hier nachts nicht sogar noch mehr Bauwetter? Ja, hier. Dauert trotzdem eine ganze Weile, bis die alles fertig gebaut haben. Dann lasse ich die erstmal die Anbindung da unten wegmachen. Mann, dauert das. Junge, Junge. So gesagt, hier kommen überall dann Parkplätze. Ne? Überall. Und hier kommt dann ein großes Center, das ich... Ich weiß noch nicht, wie ich es aufbauen werde, aber ich werde es irgendwie ganz cool machen wollen. Man wird sehen. Man wird sehen. Wie gesagt, da müssen viele, viele Läden rein. Da kommt natürlich auch nochmal ein Fastfood-Restaurant. Und. So, wo bleiben die denn? Was haben die denn jetzt noch zu bauen? Ist er fertig. Müssen die erstmal wieder ins Maintenance Center und nachfragen, was sie machen sollen oder was? Leute. Die Kunden sind unzufrieden. Wenigstens hier kein Stress. Boah, fast jeder Laden eigentlich. Gott sei Dank. Jetzt ist hier eigentlich... Also eigentlich... Ja, hier dürfte jetzt keiner mehr kommen. Die Lage entspannt sich. So. Dann können wir jetzt irgendwo die Parkplätze erstmal bauen. So. Straßen. Hier. Und hier. Da kommen überall Parkplätze. Dann machen wir noch Straßen. Hier. Hallo? Hier. Und hier. Ja, hier ist immer noch ziemlich viel los. Weil sie alle an eine Kasse stellen hier. Da sind ein paar mehr. So. Ne? Ihr Deppen. So, jetzt können die da erstmal bauen. Und hier erstmal. Damit wir erstmal Parkplätze kriegen, Mann. Bevor wir die aufmachen. Jetzt will ich aber mal doch sehen. Wenn das da jetzt Gewinn ordentlich abfiel. Dürfte ja klar sein, am letzten Tag. Ich mach mal langsamer, um das mal durchzugucken, Beef. Naja, gut. Gar nicht mal so viel, weil die Kassierer das einfach nicht geschafft haben. Kino war natürlich dafür ein bisschen mehr los. Hier auch. Bastenquelle, naja. Hier jetzt nicht so knall, die Center war ein bisschen. Hier war auch nicht viel mehr. Bastling, ja. Klunker 11.000. Geilschuhe 5.000. Ja. Der kleine Laden hier macht immer noch viel mehr Umsatz als der andere, ne? Was heißt viel, aber schon ein bisschen. Auch hier war ganz schwach. Ja, weil wir jetzt den anderen haben. Na, was heißt ganz schwach, aber... Ne? Wir haben jetzt den anderen Laden. Da ist der natürlich ein bisschen außen vor. Ja, oh ja, das werden viele Parkplätze. Oh ja. Und das wird auch nötig sein. Wenn da unten erstmal offen ist, dann haben wir richtig Stress. Und ich überlege mir jetzt, was mit der Foundation. Wo kommt der Start? Wir brauchen auch mehrere Lager da drin. Und wir müssen es auch, ja, irgendwie sehr geschickt machen. Also es müssen mehrere Ladezonen kommen. Garbage Pickup. Das heißt, wir werden es auf jeden Fall so ähnlich wie hier, nur in größerer Form machen. So, dass da auch nochmal Parkplätze reingehen und auch Loading Zone und sowas mit hinpasst. Deshalb würde ich sagen, also ich will es ja hier anfangen, ne?
Warte mal, ich will mal gucken. So wird das nix. So ist auch noch zu groß. Und so ist eigentlich schon zu klein. Oder? 5500? Geht, ne? 5500. Dann machen wir hier noch. Halt. Natürlich oben anfangen. Ebenfalls 5500. So, wo ist jetzt da die Mitte? Wir machen das einfach irgendwie grob geschätzt, würde ich sagen. Ja, aber nur, wir machen 25 breit, so. So. Mal sehen, ob ich da alles reinkriege, was ich reinkriegen will. Da müssen Loading Zones, hier müssen Loading Zones und Parkplätze und Garbage Pickup. Muss hier alles mit rein. Das wird jetzt erstmal lange, lange dauern. Bin ich auch noch nicht ganz zufrieden mit der Höhe. Aber mal 10. Und hier auch nochmal 10. So. Ja, so ist besser. Könnte auch in etwa passen. Ist glaube ich ein bisschen größer, macht aber nichts. Wie ich das jetzt hier mit den Parkplätzen wieder machen will, ist mir schon wieder ein Rätsel. So. So. So, ja, doch passt eigentlich. Dann kriegen wir hier ein bisschen Loading Zone, Garbage Pickup hin. Hier Parkplätze, da auch noch ein paar. Also, die haben jetzt erstmal zu tun, die Leute. Die haben jetzt erstmal gut zu tun. Lassen die dann erstmal bauen. Und wie das alles fertig ist und wenn es fertig ist und wie das aussieht und wie es wird, das sehen wir alles in den nächsten Folgen. Nicht in der nächsten Folge, denn das wird in der nächsten Folge niemals fertig. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.